S sitzt. Ja. Auch nicht der Ständer schon oben? Das klingt auch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Ja, wir sind heute mal wieder zu zweit unterwegs. Sag mal hallo da hinten. Hallo. Und für uns geht es heute mal Richtung Spessart runter. Es soll heute richtig warm werden. Ich denke mal, da ist Spessart eine ganz gute Adresse, weil viel Wald und so. ja, ich schneide euch das Ganze einfach ein bisschen zusammen. Wird nicht allzu viel Gelaber geben heute. Mehr Fahr-Action. Schöne Kurven. Sind jetzt aktuell Richtung Schlüchtern erstmal unterwegs. Und ihr seht schon, hier ist schon schön. Ja, wird dann noch so ein bisschen am Main entlang gehen. Mal gucken, wie lange ich aufnehme oder wie lange die GoPros mitmachen, weil es soll heute wieder knapp 40 Grad geben. Deswegen einfach mal schauen und das Wetter genießen. Genau. So sieht's aus. Yes. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ich auch. Und tschüss. Tschüss. Hui. Ja. Das habe ich gerade auch gedacht. Es waren Aukurven, nur halt hoch und runter. Von vorne ein Auto kommt, wird es auch kritisch. Nee, da ist genug Platz. Die ist breit genug, die Straße. Das ist eine Aussicht hier. Schön. Ist aber schön kurvenreich. Oh, hier mit See. Mit See auf der rechten Seite. Boah, haben die Geweiher. Ja, aber sind schöne. Mhm. Das sind schöne. Wohin die hellen, die waren auch toll. Ja. Kuh muss es sein. Im Schatten liegen und fressen. Oh, hier, guck mal, was du hier in der Sicht hast. Ja. Schön. Glasberg mit drei Häusern. Ja, aber ein Ortsschild. Oh, hier? Ja. Schönes Tier. Ja. Und da irgendwo ist Kressenbach, weil da ist der Weinberg. Oder konntest du immer von Kressenbach und hier die Häuser nämlich? Du, wir fahren an Kressenbach vorbei. Ja, vielleicht ist ja meine Mami daheim. Ja, durch Kressenbach fahren wir nicht durch. Ach so. Nur mal winken können. Das heißt, wir fahren die Straße Richtung Steinau runter. Ach so, durch Steinauer Wald. Cool.
Also die Strecke muss ich im Rönschrad in sein Roadbook reinmachen. Die ist ja absolut geil. Ja, natürlich. Weißt du, warum immer viele Motorradfahrer immer zu uns kommen und so, da immer durchgefahren sind, allgemein? Ja. Och, nö. Oh, ist gesperrt. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt aber schlecht. Ja, wir gucken einfach, oder? Ja. Vielleicht können wir ja durchfahren, wie das letzte Mal. Schlüchtern ist auch gesperrt. Ich habe keine Ahnung, meine Mutter hat nichts gesagt. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht. Frei bis Tropfsteinhöhle. Ja, wir gucken einfach mal. Das ist nicht wahr. Ja, da kommst du nicht weiter. Ich nehme dann bald da. Möglich, weil die ist ja schon ganz schön kaputt, ne? Ja, aber die ist schon jahrelang so. Ich kenne die nur so. Zeit kennt. Ja, vielleicht machen sie sie ja gerade neu. Bis Baustelle frei. Ja. Ach, hier, schön. Ja, ja. Warst du noch nicht hier? Von hier? Ich bin hier noch nie drüber gefahren, über die Stelle. Ach, mein Gott. Da geht's durch. Die machen hier die ganze Straße neu. Natürlich passen wir da drunter durch. Nein, ich steig ab. Brauchst dich nicht einmal ducken. Hui. Doch, lieber schon. Achtung, Absatz. Hüps, hüps. Ach, die machen die Kurve. Hier war so eine mottstarke Kurve. Hä? Die waren ja hier neu. Da ist eigentlich eine riesenstarke Kurve gewesen vor dem Ding. Da musstest du immer aufpassen. Ja. Für was hat man ein Adventure-Bike? Ja. Achtung! Erlebnistour mit Schatzi! Oh, da ist ein Pool bei der Feuerwehr. Ich find's geil. Du bist echt der Knaller. Echt schon. Gut, dass wir mit dem Auto lang gefahren sind. Das hätte man nicht gepackt. Ja, schade, dass hier alles 70 ist. Und nachher 30. Oh. Herrlich. Guck dir mal die Aussicht an. Hier? Ach, das Freizeitpark. Ja, hier ist mein Erlebnispark, wo wir jetzt Kind immer waren. Wir haben alles neu gemacht. Mit dem alten Esel. Der aus der Werbung. 9 Kilometer, 60 für Motorradfahrer. Ja, am Arsch.
Varadero, Auenblau. War das der Michel? Weiß ich nicht. Nee, Michel hat eine andere Jacke. Aber die war doch blau-silber SD01. Hatte die ein zweites Scheibchen oben dran? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Scheiße. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Weil der wollte jetzt auch auf Tour. Wo kommt der her? Ja, der wird halt unten vom Spessart hochkommen. Da, wo wir hinfahren. Ach so. Würde zeitlich ja hinhauen. Das wäre der Gag, wenn wir jetzt hier aneinander vorbeigeballert sind. Aber das Blaue hätte fast hinkommen können. Ja, das war nämlich auch, das sah fast aus wie das Audi Blau. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Ich bin gerade mit dir, das passt von der Jacke her nicht. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob da jetzt eine Kamera dran war am Helm oder nicht. Weil der hat sie ja nicht vorne dran, der hat sie seitlich. Hier so schöner Wald. Darf ich nicht.